Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des Stormbringer Magazins. Heute keine Modelle, aber wir bekommen wieder Farben. Und zwar, wo habe ich die da? Hier sind sie. Bekommen wir die Farben Avalanche Sunset. Die Farbe habe ich, meine ich, schon. Und einmal eine Contrast-Farbe. Und zwar die Gray. Was so ein bisschen bläulich aber ist. Und nicht so wirklich grau. Aber die Contrastfarben von GW fand ich bisher eigentlich am besten. Ich habe hier auch vom Army Painter das B-Paint gehabt. Damit war ich irgendwie nicht zufrieden. Das hat irgendwie nicht so ganz den Effekt gehabt, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Bei den Contrast war ich da irgendwie besser mitdient. Und deswegen finde ich auch ganz cool, da eine Contrastfarbe mehr zu haben. Also die einfach nochmal einen ganz anderen Effekt bringen. Man kann ja trotzdem auch noch drüber layern. Aber für sich finde ich das schon eine coole Sache mit den Contrast anstatt so eine Basefarbe, je nachdem, was man machen will. Wenn man so Organ, also für organische Sachen finde ich das Contrast eigentlich ganz cool. Ob das jetzt so ein Holz ist, irgendwie eine Haut, ein Leder, also alles, was wie gesagt organisch ist, finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Und ich kann mir auch gut vorstellen, die vielleicht für den Contest sogar hier einzusetzen. Gut, wofür sie einsetzen können, werden wir wahrscheinlich auch dann gleich sehen. Wir haben weitere Grundregeln auch in dem Magazin, aber natürlich auch ein bisschen Lore. Das Schattenreich wird uns hier ein bisschen näher gebracht. Tod in den Reichen der Sterblichen. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Hier mit dem Nagash und so. Da wollte ich auch mal gucken, dass ich mich da irgendwie in Warhammer Fantasy so ein bisschen mal ja, rumtue, ein bisschen versuche herauszufinden, weil der scheint ein sehr interessanter Charakter zu sein von dem, was ich bisher so aufgeschnappt habe. Dann irgendwie Herkunft. Mit dieser Tabelle kannst du jeder Einheit der Sturmgeschwindigkeit ewigen der Sammlung eine Hintergrundgeschichte geben. Wirf dazu einen W3, um erst eine Zeile und dann in der Spalte zu bestimmen. Jeder Tabelle enthält Hauthintergründe für eine Art Einheit der Sturmgeschwindigkeit ewigen. Dann machen wir einfach mal oh, Spaß. Also einen W3 für hier. Das heißt, wir haben hier die 2 und dann für da haben wir die 3. Dieser Champion war ein schurkischer Krieger, der Karawanen des Chaos ausraubt und wagemutige Überfälle auf ihre Schreckensfestung anführte. Das finde ich ja ganz cool. Ich bin ja ein Lore-Mensch und ich bin mal gespannt, ob wir irgendwie so eine Art Kampagne hier auch lernen. Ich hatte ja hier zum Ende der dritten Edition bei den Kreuzzügen der Boten des Morgens mitgemacht in den Warhammer Store. Man jetzt hier ja, so Bemalsachen punkten können, Spiele oder hier auch einfach nur jemanden mitnehmen. Und das war aber sehr kompliziert. Also ich bin ja noch dabei, die Regeln überhaupt zu verstehen. Ja, klar, den dritten ist ein bisschen hinfällig. Es kommt oder ist ja schon, ich weiß nicht, wann ich das Video hier fertig bekomme aufgrund meiner Krankheit. Die vierte Edition raus. Und deswegen macht es nicht viel Sinn, die dritte Edition noch groß zu lernen. Hier sind, wie gesagt, die Dinge sind ja drin, die Grundregeln kommen immer weiter. Aber, achso, das ist wirklich auch für die Ritterin Arcanum tatsächlich. Das ist hier für die Vindiktoren, für den Gryphen. Und hier haben wir es auch nochmal für die Morpürscher. Ich werde halt, denke ich mal, das Stormbringer wirklich nach den Regeln der dritten spielen. Aber ich werde mir die Grundregeln, das Ganze nicht mehr so durchlesen. Das, was wir hier so beigebracht bekommen haben, werde ich so benutzen. Ja, aber jetzt nicht den dicken Wälzer irgendwie durcharbeiten. Wenn Sie das hier in den einzelnen Punkten nochmal weiter irgendwas aufführen und erklären, wenn wir das so machen. Und ich hoffe, dass ich das mit der Definition nicht durcheinander bringe. Aber das werden wir dann sehen. So, wir kriegen jetzt hier nochmal Technik erklärt. Schattieren mit einem Shade-Pinsel, Shade-Farben, Contrast-Farben. Ah ja, der Unterschied. Ne? Shade-Farben sind mehr, laufen mehr in die Vertiefungen. Die Contrast-Farben bleiben aber halt auch noch auf den Flächen. Und das ist natürlich sehr interessant, wenn man noch ein bisschen so lernt. Vorher, während, nachher. Ja, das haben wir auch schon bei meinen Orks hier gemerkt. Habe ich jetzt gerade einen schönen, ja, wo man es sieht,
Schamanen sieht man so ein bisschen. Hier habe ich ja wieder das Arasur Shade, damit die wirklich so dreckig sind. Hat jetzt nicht wirklich viel Haut, aber da sieht man es. Wenn es nass ist, sieht das ganz anders aus, als wenn es dann trocken ist. Muss man halt wirklich abwarten, sich nicht beirren lassen. Wie man Farbe aufnimmt. Gezieltes Schattieren. Das sind nochmal so kleine Kniffe wahrscheinlich, die schon sehr interessant sind, zumindest mal sich durchzulösen. Ist nicht so verkehrt. Bemalanleitung, wir haben neue Farben. Dementsprechend kann man natürlich auch die alten Modelle, die die Farben noch nicht haben, jetzt hier nochmal erklärt. Dabei werde ich tatsächlich, habe ich mir überlegt, was anderes machen. Hätte zuerst auch echt gedacht, die Kristalle hier gelb zu machen, aber ich würde sie in den Warp-Stone Green machen. Also wenn es einfach ein Warp-Stone sind, weil es jetzt gerade mit dem Gelben gut passt, ich da jetzt auch die Farbe für habe und deswegen werde ich das machen. Und ich habe die auch nicht blau gemacht, ich habe die ja in so einem schwarz-bläulichen Ton gemacht, also einen dunkleren Ton bei den Totenschädel. Und das werde ich auch weiter so führen. Ich finde das mit dem Blau hier nicht so schön. Weil ich mich echt frage, ob das so wirklich so bleiben wird oder ob da noch was anderes dann da drüber kommt. Das werden wir dann irgendwann, denke ich mal, sehen. In den weiteren Heften. Aber wenn man sich so anguckt, sieht es schon echt skurril bunt hier irgendwie aus. Ne? Also würde man das ja niemals lassen. Aber das soll es ja auch nicht. Greifenschnabel. Und. Der Vogel hier, der Taos, der sieht ja schon relativ cool aus, weil er auch mit dem Contrast das nochmal irgendwie bekommen hat. Aber sie mit ihren knallgelben Haaren hier sieht schon recht lustig aus. So, ja, Grundregeln, ne, geht weiter. Da werden wir wahrscheinlich jetzt immer wieder was bekommen mit dem Messen, mit dem Maßband. Das habe ich ja jetzt auch schon immer wieder benutzt und nicht dieses Lineal, sage ich mal. Und so geht es halt weiter. Und das ist, glaube ich, wirklich der 1 zu 1 Druck aus dem Buch. Ne? Also das ist, glaube ich, dass ich gar nicht groß irgendwie anders verändert. Vielleicht, ja, die Größe ist auch die gleiche. Ich habe es nicht, ich habe es mal in den Händen gehabt und gesehen, aber natürlich nicht an Einzelheiten behalten. Aber der Inhalt hier wird auf jeden Fall das Buch sein. So, dann haben wir auch natürlich wieder eine Kampagne, die wir dann anschließend spielen werden. Auch wieder hier mit der Karte. Und ja, ich finde es auch interessant, dass es jetzt so wirklich schon voraussetzt, du weißt, was du zu tun hast, ne? Mit den Aufstellen und sonstiges. Und mit den Phasen, das wird gar nicht mehr erklärt und erwähnt. Das wurde eine lange Zeit wirklich, dass auch immer die Phasen dran stand, was man wie, wann auch machen musste. Das wird einfach nur jetzt nur gegeben, das ist die Aufstellung, das muss man machen zum Siegen. Und ja, dann. Gib ihm. Hier ist auch gar nicht mehr so von wegen. Das finde ich ein bisschen schade. Die Orks haben gewonnen. Die Stormcast Eternals haben gewonnen. Das verliert irgendwie so ein bisschen so diesen Charme des der Kampagne, sage ich jetzt mal. Weil es irgendwie so keine große Story mehr hat. Also ich glaube, es wird hier so ein bisschen eingeführt, ne? Aber was, sag ich mal, das Resultat des Ganzen dann ist, wenn Seite A oder B gewinnt, das ist hier nicht mehr. Das ist ein bisschen schade. Das hätten sie noch ruhig beibehalten können. Ja, zusammenbauen haben wir nichts, würde ich sagen. Fangen wir an zu spielen. Ja, kommen wir jetzt zur Kampagne. Unerlässliche Daten. Es ist fast unmöglich, sich den gewundenen Tunnel Ulgus zurechtzufinden, was die Reise nach und aus Gur durch die Reichspforten sehr schwierig gestaltet. Doch es gibt eine Hoffnungsschimmer. Eine tapfere Gruppe Entdecker jeder Fraktion hat mit dem Kartografieren der verschlungenen Tunnel begonnen. Doch auf dem Weg zurück in ihr Lager begegnen die Erkunder einander an einer wichtigen Kreuzung. Jetzt müssen sie kämpfen, und zwar nicht nur ums Überleben, sondern auch um die Chance auf Kontrolle über diesen wichtigen Weg zwischen den Reichen. Ziel der Bündnisse. Jedes Bündnis möchte die dunklen Tunnel kartografieren. Die Sturmgeschmiedeten suchen einen Weg durch die Tunnel, während die Moorpusher sich in dem finsteren Höhlennetzwerk niederlassen wollen.
Ja, das Bündnis der Ordnung möchte, dass weil die schon gespielten Ewigen müssen eine sichere Route durch die Tunnel finden, wenn sie wirklich eine Verbindung zwischen dem gurischen Herzland und Ulgu herstellen wollen. Andernfalls wird die begehrte Reichspforte nur eine Todesfalle für die unseligen Sterblichen sein, die hindurchgehen werden. Und die Bündnisse der Zerstörung. Die Morpischer wollen die Tunnel nicht nur kartografieren, sondern sie auch kolonisieren. Die labyrinthartigen Wege könnten gefüllte und ein unvergleichliches sumpfiges Versteck verwandelt werden. Sollte sie Erfolg haben, werden sie eine wertvolle Machtbasis im Reich der Schatten errichten können. So, wir haben ja wieder hier die Karte von Ulgu. Und die Territorien sind diesmal hier unten, die der Ordnung und hier der Zerstörung. Aufstellung wieder das gleiche wie gehabt, ne, mit den Geländestücken. Sieg, beide Armeen werden von Aufklärern angeführt, die über unerlässliches Wissen über die Tunnel verfügen. Ihr Verlust wäre verheerend. Wähle in dieser Schlacht einen deiner Helden als General. Siehe 1, 4, 2 in den Grundregeln. Du gewinnst die Schlacht, wenn am Ende einer Schlachtrunde, nachdem du für die einbrechende Decke gewürfelt hast. Wenn am Ende einer Schlachtrunde, nachdem du für die einbrechende Decke gewürfelt hast, der General deines Gegners tot ist, wenn am Ende einer Schlachtrunde bei den Generälen tot sind, endet die Schlacht unentschieden. Also hier, einbrechende Decke. Die Höhlen stürzen ein. Je länger die Kämpfer verweilen, desto höher ist das Risiko, von Trümmern zerquetscht zu werden. Am Ende der Schlacht, jeder Schlachtrunde wirft jeder Spieler einen Würfel für jede seine Einheit auf dem Schlachtfeld. Wenn das Ergebnis gleich oder niedriger als die Nummer der gegenwärtigen Schlachtrunde ist, erleidet die jeweilige Einheit eine tödliche Verwundung. Wenn du zum Beispiel in der dritten Schlachtrunde eine 1, 2 oder 3 würfelst, erleidet die Einheit, für die du gewürfelt hast, eine tödliche Verwundung. Oh, okay, das ist spannend. Also das ist jetzt cool. Es werden die sind also auch nicht mehr Spiele. Vorher hießen die immer Spiele. Jetzt ist offene Feldschlachten 2. Also vom letzten Mal war der offene Feldschlacht 1. Jetzt sind das offene Feldschlachten und nicht einfach nur Spiele. Das sind jetzt auch mit anderen Prämissen. Das wird echt immer spannender. Würfelschale, da bist du. Wir würfeln wieder für Sturmgeschmieden und für die Orks. Wer zuerst aufstellen darf. Und die Sturmgeschmieden dürfen wir wieder zuerst aufstellen. Ja, viel gibt's ja nicht. Machen wir hier den Streitwagen. Dann die Bolzenschießer wollen den direkt platt machen. Aber die wollen sich eigentlich generell nie bewegen. Weil wir es hier so machen. Kommen sie dran. Also mit Gelände Aufstellung Modell innerhalb eures Territoriums, das ist ja nicht viel Platz. Okay, aber man darf halt nur nicht im gegnerischen Territorium machen. Aber ansonsten die gleichen Regeln mit den überall im neutralen und dann halt 3 Zoll voneinander entfernt. Der denkt sich natürlich, natürlich ist ein bisschen doof, wenn der 24 Zoll direkt die Ritterin Arcanum erwischt. Deswegen stellt er die lieber da hinten hin. Der Killerboss will erstmal möglichst auch vom Streitwagen wegbleiben, aber trotzdem natürlich angreifen können. Fürst Impedant kommt dahin und der Schamane, der geht direkt hinter dem Killerboss hinterher, dass er den so ein bisschen unterstützen kann, aber ein bisschen von dem geschützt ist. Ja, dann einmal der Sturmgeschmiedespieler, der möchte natürlich jetzt nicht, dass da was dem Streitwagen im Weg ist. 6 Zoll vom gegnerischen Territorium. Ein Geländestück muss weiter als 3 Zoll von allen anderen Geländestücken entfernt sein. Ja, also 3 Zoll. Aber auch vom Territorium, kann ich das jetzt direkt davor stellen? Theoretisch müsste ich jetzt
dem das hier direkt so hinstellen können. Dass der erstmal hier rumgehen muss. Da denkt sich natürlich, was du kannst, kann ich auch. Den Streitwagen ja ein bisschen blockieren. Das muss ja natürlich jetzt 3 Zoll entfernt sein. Da will er ja hin. Der Streitwagen. Also wenn ich das jetzt da hinstelle, wäre es ja für den Streitwagen doof. Gut. Die kann er auch nicht mehr behindern. Muss das hier noch rausstehen da. Ja, was macht es denn jetzt groß Sinn? Ich weiß es nicht. Ich stelle jetzt einfach mal hier auf. So. Das muss auch wieder 3 Zoll entfernt sein. Das passt. Jetzt der sturmgespielte Spieler. Will es ja nicht im Weg haben. Da passt es nicht hin. Ich habe ja eine zweite Schablone noch hier. Macht es einfach jetzt deiner stummgespielte Spieler. Und der Moorpuscher-Spieler denkt sich, hup, nicht der. Ja, der kommt ja hier kaum durch, der Wagen, ne? Können wir hier noch stören? Passt der da theoretisch durch? Nee, der kommt da gar nicht durch. Also er kommt hier nicht durch, weil das hier im Weg ist. Also er muss tatsächlich hier rum. Oh, ist ja schon echt fies. Aber wenn der schon gespielte Spieler, also aus der Sicht habe ich jetzt erst angefangen, habe da blockiert. Klar, der Streitwagen, den muss ich auch irgendwie blockieren. Dann ist nur fair. Und ich habe hier Platz für die Würfelschale. Okay. Prioritätswurf. Wer darf beginnen? Das ist der sturmgespielte Spieler, der darf entscheiden, wer beginnt. Erstmal Heldenphase. Die Ritterin Arcanum. Gibt b -b 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 -b. Ja, der Sturmstreitwagen, der geht ja quasi mit 12 Bewegungen fast außer Reichweite. Ne? Muss ein bisschen hier oben 5, dann hat er noch 7, das heißt, er kommt bis hier hin. Ist dann auch in Reichweite von den Bolzenschießern. Ritterin Arcanum gibt dem Streitwagen. Oder eigentlich, nee, die muss ja auch rangehen. Dann wäre sie auch in Reichweite. Von daher, nee, sie gibt sich selber Mystikschild. Mit einer 9, der Schamane versucht zu bannen. Hat aber auch nur eine 7. Das heißt, sie bekommt ihr Mystikschild. Dann bewegen sie sich hier runter. Also sie geht einfach mal da lang. Und der Streitwagen hat seine. Ist auch, man rutscht jetzt einfach mal. Nee, ah, der muss ja. Das reicht ja gar nicht. Der muss ja schon auf voller Länge. So kommt er nur rum. Das heißt, er ist jetzt 7 hochgegangen, kann er noch 5 vor. So, da kommt er hin. Der Fürst Impertant hatte 18 Reichweite für den Fernkampf. Ein Bolzenschießer kommt der nicht ran, der hat nur 12 Reichweite, der hat gar keine Chance ranzukommen. Dann will er, denke ich mal, auf den Schamanen gehen. Der Schamane ist ja das größte Problem. Ich
weil er bannen kann. Attacken hat er W6. Oh, eine Attacke nur. Na gut. Auf die 3. Das ist eine 6. Das macht bei dem keinen Unterschied, ne? Ne. Ach, der hätte natürlich, der hätte ja auch in Reserve gehen können, der Streitwagen. Und dann viel näher dran spawnen können. Hätte ja auf 7 Zoll rangespawnen können. Der Streitwagen. Habe ich es nicht bedacht. Mal wieder. Okay. Ja, verwundet auf die 3. Ist eine 1. Verwundet also die Fernkampfattacke nicht. Ja, damit endet der Zug des sturmgespielten Spielers. Weil er kann nichts machen. Weil der Schaman ist jetzt nicht innerhalb von 3 Zoll Reichweite. Das ist natürlich doof. Dann hätte ich den noch giftbespielte Waffen geben können. Ich gebe es jetzt einfach dem Killerboss. Der kriegt gleichzeitig auch Mystic Shield. Mit einer 2 kommt es aber nicht durch. Okay. Ich muss jetzt von hier aus 3 gehen. Kann er noch 2 vor. Ja gut, die können jetzt hier so ein bisschen dran gehen. Okay, die bleiben stehen. Und ich habe gar nicht die. Ich habe noch den falschen hier. Ich brauche doch die Bolzenschießer. Wo ist er denn jetzt? Komm her. Ist die gelumpen? Wollen wir nicht. Da sind die Bolzenschießer. Aber die falsche Wurstgolf genommen. 24 Zoll. Die haben auf der Champion eine auf die Fernkampf. Okay, das heißt 4 Stück. Auf was schießen wir denn jetzt? Wollen wir wirklich den Wagen? Der Wagen ist das Gefährlichste, glaube ich, für die. Die wollen den Wagen platt machen. Weil wenn der rankommt, tut böse Aua. War ja 24 Zoll kein Problem, ne? Ja, war kein Problem. Das heißt, die brauchen eine 2. Also 6 ist tödlich. Eine 6 haben wir schon und die 2 haben funktioniert. Auf die 3. Oh, 9, 3, also Drilling mit 3. Das ist aber eine schöne 2. Da haben wir mal gerne einen Drilling. Mit Wucht 1. Das heißt, die brauchen eine 4. Und einer geht nicht durch. Die machen alle Schaden. Das sind 6 Schaden schon auf den Wagen. 6 Damage. Ja, die Bolzenschießer, die finde ich cool. Deswegen habe ich die auch dreimal. Besten Killerbogen. Der haut es einfach nicht so raus. Die Bolzenschießer. Habe ich viel, viel lieber. Ja, da ist schon der Wagen schon auf die Hälfte runter. Die brauchen gar nicht erst, glaube ich, versuchen dran zu kommen. Wird gerade schaffen. Mit dem Gott. Aber haben nur eine 8. Bringt also nichts. Ja. Also das war Runde 1. Ich habe den Rundenmarker vergessen. So, jetzt müssen wir eben aufpassen. Am Ende jeder Schlachtrunde der Spieler wieder Einheit. Also wenn du eine 1 würfelst, dann ist ja immer noch Schaden. So, erst, und wir gehen von unten nach oben, fürs Impetant. 2, safe. Nur sie, safe, Wagen. Oh, eine 1. Kriegt der nochmal einen Damage drauf. Der hat aber echt Pech heute. 7. So. Von vorne nach hinten. Also erst der Killerboss. 3, safe, Schamane. 2 ist safe. Okay, jetzt auch eine 1. Na, eine 6 sind auch safe. Was ein Glück. Ja, hat nur einer was von der einstürzenden Decke abbekommen. Der sowieso schon angeschlagen war.
Gut, Prioritätswurf. Wer darf an? Doppelzug für die Mobbwischer wäre schon cool. Wir haben einen Doppelzug. 5 gegen 1. Ja, giftbeschmierte Waffen bleibt da drauf. Schild auf den Killerboss. Mit einer 9. Sie versucht zu bannen und hat eine 8. Dementsprechend. Ich habe keinen Marker. Muss ich mal wieder ja von meinem Münzbuch einen rausnehmen. Oh, den einfach davor. Hat also auch Mystic Schild. So. 5 Zoll vor. Sind wir ungefähr hier. Und die gehen einfach hinten dran. Weil die sind ja jetzt eigentlich auch hinter Deckung, ne? Das heißt, wobei, doch. Der müsste hinter Deckung sein. Der war ja auch hinter Deckung eben. Der hätte den ja gar nicht treffen können. Ja, Fernkampfphase. Wieder mal mit den Bolzenschießern. Unseren 4 Attacken. 6 tödlich. Oh, eine 6. Eine 6. Und auf 2 hätten sie getroffen. Das heißt, der hätte nicht getroffen. Auf 3. Alle beiden haben getroffen. Wucht 1, also braucht immer noch eine 4. Der bringt nichts. Der geht durch. Sind das nochmal 4 Schaden. Das heißt, der hat jetzt 11 Schaden. Er hat nur noch 1 Lebenspunkt. Und hat noch gar nichts machen dürfen. Aber deswegen sage ich, der Doppelzug ist so asozial. Das ist so gemein. Richtig, richtig fies. So, jetzt können wir aber hier den Fall definitiv mal versuchen. Die brauchen eine 7. Das ist weniger als ein halben Zoll. Das ist eine 8, das heißt, die kommen dran. Hüpp. Killerboss, Schamane. Hat auch eine 8, reicht das? Jetzt brauche ich mal mein Dingens hier. Ich muss ja. Ja, 1 Zoll, ne? Reichweite, Waffe. So 3 Zoll. Das heißt. Der Stich hat 1 Zoll, der kommt gar nicht dran. Aber der hat ja noch seinen Pile-In. Und der passt ja hier durch. Ja, also, so. Im Nahkampf sind sie. Und dann mit ein paar Innen rückt der gleich nochmal rein. Kommt sie aber nicht in. Doch, sie wird dann auch in den Nahkampf kommen. Okay. Kurz überlegen. Die sind eh durch. Der hat nur noch ein Leben, kommt nicht ran. Ist eh noch nicht dran. Killerboss, glaube ich. Also überlege ich gerade, was mehr Sinn macht. Ob erst der Schamane oder erst der Killerboss angreift. Der Killerboss. Der hat seine 4 Attacken, die auf 5 tödlich machen. So, auf 5 tödlich und auf 3 treffen. Das sind 2 tödliche. Einmal getroffen. Wunde auf die 3. Das klappt nicht. Aber er bekommt schon mal 4 Schaden wegen den 2 tödlichen. Das haut rein. Wie viel hat der Impetant? Der hat, glaube ich, 6, ne? Den habe ich auch nicht hier liegen. Doch, da ist er. Die 7 hat er sogar. Der hat sogar 7. So, jetzt hat der Pixcrotch noch. Lines auf die 3.
Nee, drei Attacken auf die 4. Einmal tödlich. Das wird nix. Nummer 1 Schaden. Hat er noch 2 Leben. Wo ist die 5? Da ist die 5. So. Macht der Impatant den Pfeil in, weil der Fifi hat eine Reichweite von 1 Zoll. Das reicht. Weil dann kommt sie nicht mehr ran. Weil sie ist nicht im Nahkampf. Ah! Verdammt! Bevor wir nachdenken müssen. Fifi verzichten, weil der Ritter in Arcanum kommt. Weil, nee, die passt ja nee. Der hat eine Reichweite von... Ach, der hat auch nur eine Reichweite von 1 Zoll. Das reicht aber. Hat er gereicht. Das heißt... Aber sie kommt ja gar nicht durch. Reichweite hat sie von 2 Zoll. Wenn der dann ranrückt... Doch, wenn er ranrückt, dann kommt sie dran. Ja, passt. Okay, können wir alles so belassen. Also, es hat nur der Fürst impotent, weil der Fifi zu weit weg ist. 4 Attacken. Da ist Würfel. Auf die 3. Das klappt da nicht. Und dann auf die 3. Der hat Wucht 1. Das heißt, der Schamane braucht eine 6. Oh. Ui. Die hat er auch. Boah. Also dieses Spiel und das letzte Spiel, da haben sie aber Lack. So, jetzt kommt er hier vor. Dann kommt er da mit ran. So, jetzt ist der Schamane auch in Reichweite. Oder denn? Da ist mein Schamane. Der hat jetzt 2 Attacken auf die 3. Das klappt. Und auf die 4, 3 auch wieder verwunden. Einer nicht. Wucht 1. Das heißt, er braucht eine 4. Hat eine 5, passiert nichts. Unser Topcourt, der trifft auf die 4, hat also gar nichts getroffen. So, jetzt hat sie ihren Pfeil in, weil sie ist im Nahkampf. Das reicht. Mystic Shield braucht sie gar nicht. Aber sie kann jetzt auch austeilen. 3 Attacken auf die 3. Die greife ich den Schamanen an. Alle getroffen. Auf die 4. 2 Stück haben getroffen. Wucht 1, also eine 6 reicht. Oder ist jetzt recht? Er braucht eine 6, hat sogar eine 6. Einmal W3. Das sind 2 Schaden auf den Schamanen. So. Also wir sind in der zweiten Runde. Rundenmarker nicht vergessen. Eigentlich müsste ich den Scape würfeln. Oder nee, ich habe ja den. Die habe ich ja auch sonst nicht gebraucht. Passt schon. Weil ist ja nicht offiziell, das Skaven-Würfel ist ja vom Baron auf Dice, vom Taschengeld Dieb zu der Skaven-Teilbox dazu bekommen. Aber es ist natürlich passend für die Skaven von der. Ich überlege mir auch, ob ich mir die kleinen davon holen soll, weil die großen, das halt so viele sind, ist ja halt immer schon schwer, so mit beiden Händen, 25 Würfel. Deswegen habe ich schon gerne auch noch kleine Würfel. Und da überlege ich mir, ob ich mir die nicht als kleine holen soll. Die gibt es nicht als klein vom Baron auf Dice. Das wäre mal noch was. Damit ich nicht immer nur so die großen Würfel halt habe. Gerade für so große Massen an Attacken ist das schon cooler, die kleinen zu haben. Aber egal, wir schweifen ab. Der sturmgespielte Spieler ist dran. Sie macht Mystic Shield oder versucht zumindest Mystic Shield auf ihn zu machen, weil er so knapp am Abnippeln ist. Weil die auch alle an sie rankommen danach. Also, aber trotzdem... Das ist eine 6, der Schamane versucht zu bannen.
und hat einen neuen kein müßiges Schild für die Sturmgeschmiedeten. Die haben die letzten zwei Spiele echt nur Pech. Der Streitwagen. Der will natürlich jetzt seine 12 Zoll sich bewegen. Der soll ja jetzt hier runter gehen und den Schamanen angreifen. Der wird von den Bolzenschießern weggeballert, ne? Hat er denn eine Chance, den Bolzenschießer? Ne, der hat nur zwei Attacken, der macht mit deinem Bogen nur zwei Schaden. Was bräuchte er denn, um ranzukommen? 12 kann er gehen. Ja, 21 braucht er schon. Könnte man chargen. Aber nicht garantiert. Nicht garantiert. Das ist wirklich die Frage. Was geht das mit deinem letzten Leben? Versucht die Bolzenschießer zu besiegen. Wenn er die nicht besiegt, dann schießen die den auf jeden Fall weg. Oder geht er hier runter? Dann verliert er da sein Leben. Aber er müsste eigentlich da helfen. Kannst du davon ausgehen, dass die Bolzenschießer mindestens einmal wahrscheinlich den treffen, der mit einem Leben ist der weg. Das ist eine große, schwere Frage. Er hat natürlich sehr viele Attacken im Nahkampf. Wenn er im Nahkampf kommt, hier unten würde er im Nahkampf kommen, das wäre nicht das Problem. Aber auch nur gegen den Schaman. Er kommt an den Schaman nicht vorbei, er kann den Schaman platt machen. Aber wenn die überleben, werden die von den Bolzenschießern eh zerschossen. Können sie nur hoffen, dass der die einstürzende Decke die noch platt macht. Wenn wir das zerschießen, die Bolzenschießer den oder sie zerschießen das? Alles da. Komm, er versucht das, was er vorhatte, auf die Bolzenschießer los. Das Glück ist ja bekanntlich mit den Dummen. So, dann braucht er da. Eine 8 reicht. Das ist unter einem halben Zoll. Eine 8 kommt daran. Das wird er jetzt dann versuchen. Aber er wird. Ich glaube, schießen tut er trotzdem auf den Schamanen. Weil, wenn er in Nahkampf kommt, dann hat er halt 9 Attacken, 9 Schaden, die er auf die Bolzenschießer macht. Gut, die haben 6 Leben. 6 Leben. Und die könnten natürlich auch im Nahkampf auch zuerst angreifen. Ne? Im Nahkampf könnte die natürlich auch Schaden machen. In Theorie glaube ich so eher weniger, weil es 4-4 ist. Macht es nur einen Schaden, aber hat ja auch nur ein Leben. Ja komm, er schießt auf die Bolzenschießer. Und dann haben die eventuell nämlich weniger Attacken. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir machen 2 Attacken auf die 3. Für den Bogen. Das funktioniert. Hat er ja noch diese, wenn er die anschargt, hat er noch hier seine entfesselndes Azur. Und jetzt auf die 3. Einmal getroffen. Wurf minus 1, das heißt, der geht sofort durch. Ein Schaden, die haben aber 2. Das heißt, der ist zwar angekratzt, aber auch nur angekratzt hier. Okay. Dann macht er jetzt seinen Charge. Braucht eine 8, hatte ich gesagt, ne? 8 wird reichen. Ja. Hat seine 8.
So, jetzt müssen wir eben gucken, dass wir diesen Aufprall, ich weiß, dass das was ist, aber ich weiß nicht, wie es geht. Der Aufprall eines Stromschlag-Schaltwagens im Angriff kann sogar ein robustes Schildwall auslöschen. Nachdem diese Einheit eine Angriffsbewegung ausgeführt hat, kannst du eine feindliche Einheit innerhalb von 1 Zoll um diese Einheit wehen und eine Anzahl an Würfeln werfen, die dem unmodifizierten Angriffswurf für jede Angriffsbewegung entspricht. Für jede 4 plus erleidet jede Einheit eine tödliche Verwundung. Also eine 6, also 6 Würfel, habe ich richtig verstanden. Angriffswurf für jene Angriffsbewegung entspricht. Anzahl der Würfel, die den unmöglichen Angriffswurf. Ja, also 6. Stimmt. Der Papa hat es ja auch mal gemacht, ich habe es so vergessen. Also für jede 4 ist es eine tödliche Verwundung. Okay, das kann natürlich dann jetzt 5 Stück bräuchte er. Das reicht aber nicht. Hat aber zwei aus dem Spiel genommen. Ja. Den und der sind aus dem Spiel, die Bolzenschießer. Tja. Hat halt auch funktioniert. Gut, dass er mit dem Bogen drauf geschossen hat. Also er hat mit seinem einen Leben jetzt auf jeden Fall schon mal so für sich eine große Gefahr gebannt. Somit kommen wir in die Nahkampfphase. Gut, das ist natürlich eine doofe Sache, ne? Entweder riskiert er jetzt. Der zwei Attacken, 4-4. Unwahrscheinlich. Der Impetant, der muss angreifen, weil sonst ist der hinüber und konnte nichts mehr machen. Der greift jetzt den Schamanen an. Ja, aber sie kann auch den Killerboss angreifen. Hat ja eine Reichweite von 2. Das ist kein Problem. Er reicht den Schaman an. 4 auf die 3. Das sind alle. Und wieder auf die 3. Der nicht. Das mit einer Wucht. Das heißt, der Schaman braucht eine 6. Hat keine 6. Es gehen alle durch. Sind 6 Schaden. Der Schamane ist tot. Der Schamane ist besiegt. Ja, der Killerboss fühlt sich jetzt erstmal relativ sicher. Deswegen versucht er sein Glück. Zwei Attacken auf die 4. 6 ist immer noch tödlich. Zwei Einsen. Ah, oh, zwei Einsen. Oh, das hat so gut angefangen für die Moorpusher. So gut angefangen. Der ist safe, also greift die erstmal an. Drei Attacken auf die 3. Uiuiui. Jetzt legen sie aber los hier, die Sturmgespielten. Auf die 4. Einer geht durch mit Wucht 1. Der Killerboss hat das Schild. Also einen Schutzwurf von 3. Den schafft er natürlich nicht. W3 Schaden. Jetzt hauen die aber hier richtig los, ey. Drei Schaden. Drei Schaden. Oder denn jetzt die 3? Ja, Killerboss greift Fürsten Impetanten an. 4 Attacken auf die 3. 6 tödlich. Der hatte macht 2 Schaden. Das heißt, der Impetant ist tot. So. Pixgott kommt jetzt aber an Sieger nicht ran. Bei Kann ja immer noch das Peilgedöns machen, ne? Für seine Attacke. Das sind 4 Stück auf die. Ne, 3 Stück auf die 4. Eine tödliche haben wir. Einen Schaden. Das heißt, sie bekommt ein Leben verloren. Ich hab's ja doch hier. Mystic Shield gehabt da. Ich vergessen. Da habe ich schon die Marke und vergesse es trotzdem. Hatte ich eine 4 gehabt? Ne, eine 2. Hätte ich ja nur gebraucht.
Das impotente Wucht 1. Also hätte ich das ja aufgehoben. Ein 3. Eine 3 hätte ich gemacht. Ich weiß nicht, ist egal. Ihr werdet es gesehen haben. Die Aufnahme kannst du ja angucken. Ist jetzt vorbei. So, der Sturmschleichwagen. Peilt jetzt nochmal seine 3 Zoll rein. Und der haut jetzt sein ganzes Können raus. Ach, da habe ich ihn. Drei Attacken auf die 3. Die treffen alle. Verwunden auf die 3. Einer verwundet mit Wucht 1. Was haben die Bolzenschießer? Die haben auch nichts, ne? Geht direkt durch. Ein Schaden. Also noch ein Leben. Aber jetzt kommen erstmal noch die Viecher. Die sind das Gefährliche. Die haben nämlich 6 Attacken. Die haben 2 Wucht und brauchen nur eine 3. Wenn die jetzt alles einmal über die 3 ist, ist Geschichte. Ja, zweimal über 3, der ist tot. Ja, er hat es doch noch geschafft. War doch die richtige Entscheidung, die Bolzenschießer anzugreifen. Sind ihm nicht gefährlich geworden. Aber was ihm jetzt gefährlich werden kann, ist der Steinschlag. Wir sind in der zweiten Runde, also 1 und 2, und der ist tot. Wir fangen auch von da jetzt an, was ich wissen will. Oh! Puh, Stein drauf, auf nach Asyr. Ach, ich habe gar keinen General gewählt. Sind die jetzt einfach? Sind die einfach? Ne? Hätte tatsächlich die Fürstimpotenten als General gewählt, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich eben so den Gedanken, Killerboss als General, aber dann hätte ich jetzt ganz, natürlich auch ganz anders, das ist natürlich ganz anderes Spiel dann letztendlich, weil den General hättest du ein bisschen zurück, eine Schamane, wenn der General gewesen wäre, dann, was vielleicht sogar sinnvoller gewesen wäre, weil der ja hinten war, wäre der jetzt aber schon besiegt geworden, habe ich komplett vergessen. Das sind die Generäle, die kämpfen jetzt noch untereinander. Ja, die, sie. Oh, kriegt auch einen Schaden. Hatte 2 Leben verloren. Unser Killerboss hatte 4. Der kriegt keinen Schaden. Also wird das jetzt eine Showtime zwischen Killerboss und Dingens. Bitteren Arcanum. Wobei, der hat theoretisch, hat das eventuell noch, wenn jetzt sie die Priorität gewinnt. Hat sie aber nicht. Und er nimmt es natürlich, weil er will natürlich zuerst zuschlagen, weil der jetzt zuerst zuschlagt, kann mit derjenige sein, der die größte Chance hat, den Gegner natürlich zu besiegen. Ist ja ganz klar. Ja. Läuft ja hier auf ein Deathmatch hinaus. Okay, Killerboss mit 4 auf die 3. 6 ist tödlich. Keine 6. Aber so mit 2 getroffen. Auf die 3. Nein! Gar nichts. So ein Mist. Wir sind in Runde 3. Sie hat Heldenphase. Mystic Shield. Ja. Das kann keiner bannen. Dementsprechend hat sie jetzt ein 2er Schutzwert. Das ist natürlich richtig gut für sie. Sie hat aber nur 3 Attacken auf die 3. Auf die 4. Klappt alles. Wucht 1, das heißt, er braucht eine 4. Den hat er geschützt. Den nicht, W3. Oh, 3 Schaden. Der ist tot. Der ist tot. Der Killerboss stirbt auch. Nein, da haben die Sturmgeschmiedeten tatsächlich richtig Glück gehabt. Also die Entscheidung mit dem Streitwagen, gut, der hätte den wirklich reinporten können. Dann hätte er nicht so einen weiten Weg gehabt. Das wäre dann also für die Mobfischer sehr, sehr viel schlechter gewesen. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, hätte ich tatsächlich was mit General gemacht, dann wäre der Sturmstreitwagen hier hingegangen. Und hätte der Schamane wäre doch eigentlich die sinnvollere Wahl gewesen, weil die Killerboss nach vorne schicken, den Schamanen zurückhalten. Dann hätte ich aber auch ein bisschen weiter zurückhalten, genauso wie sie. Also mit ihr bin ich ja extra reingegangen, damit sie Schaden machen kann, was ja auch eigentlich an und für sich jetzt erstmal kein Fehler war, aber hätte Fehler sein können.
Ja, das mit dem General zu vergessen, das war ein bisschen blöd jetzt, weil es doch eine ganz andere Prämisse irgendwie, glaube ich, schon gegeben hätte. Aber die Sturmgeschmieden haben auch so jetzt gewonnen. Die Bolzenschießer haben echt einen guten Job gemacht, ne? Also die haben den schön runtergeschlagen. Die fallende Decke hat ihnen dann den Rest gegeben. Aber die haben schon einen guten Job gemacht. Und jetzt auch mit den Gelände platzieren diesmal. Das war jetzt wirklich ein bisschen auch taktischer, dass ich gesagt habe, okay, ich blockiere den hier, damit der da nicht direkt vorpreschen kann, dass er so einen Bogen gehen muss. Gleiche dann natürlich für den Sturmstreitwagen. Er kam hier unten einfach nirgendwo durch. Er musste da oben durch. Hätte der hier durchgekonnt, theoretisch? Ne, also er hat jetzt gerade schon verschoben. Das heißt, er hat die Kante hier verlassen. Unten wäre auch nicht durchgekommen. Also das hat keinen Unterschied gemacht, dass das hier noch stand und quasi den Weg ein bisschen verengt hat, weil er trotzdem hier nicht durchgekommen wäre. Also er konnte nur noch da oben durchgehen. Deshalb habe ich natürlich als Wolfsbüscher-Spieler dann schon irgendwie gut gemacht, ihn da so zu blockieren, dass er eben nicht direkt drauf los konnte. Aber wie gesagt, der Fehler war letztendlich gewesen, dass man der nicht in Reserve war. Also das war der größte Fehler für den sturmgeschmiedeten Spieler, was aber jetzt für ihn ja zum Glück nicht kriegsentscheidend war. Für die Moorpirscher würde ich sagen, haben die jetzt eigentlich keinen wirklichen Fehler, habe ich da keinen Fehler gemacht. Wie gesagt, außer dass ich bei beiden keinen General gewählt habe. Aber die wären sonst die Bolzenschießer eigentlich nur eine Runde früher gestorben, würde ich mal behaupten. Also es war schon wieder zugunsten der Sturmgeschmiedeten eigentlich das Szenario. Aber egal, war trotzdem cool, die Schlachtrunde der zweiten offenen Feldschlacht. Also das gefällt mir schon sehr. Das wird aber das letzte Mal jetzt auch gewesen sein in diesem Setting, wenn ich das richtig gesehen habe. Weil zumindest die nächsten 9 Hefte, die ich ja schon auch hier habe, brauchen Großformat. Also da werde ich dann, wenn ich schon mal gesagt habe, die Kamera rüberschwenken müssen, auf dem Boden filmen. Dann nehme ich auch nicht mehr die Dinger hier. Diese gewählten, der auch immer sich so mit spiegelt, dann werde ich meine große Matte, denke ich mal, nehmen. Glaube ich mal, ich versuche es mal zu gucken, weil es gibt auch so irgendwie so eine Anordnung, wo sie ein bisschen so versetzt ist. Das verliert sich dann natürlich so ein bisschen. Und mit den Münzen das zu markieren, ist ein bisschen doof, weil man die Kanten nicht so genau sieht. Also muss ich mal ein bisschen rumexperimentieren, dann gucke ich mal, ob ich die dann doch auf die Matte drauflege oder aber eben nicht. Da werde ich dann sehen. Aber auf jeden Fall werde ich sie jetzt auf dem Tisch nicht mehr machen können, weil ich jetzt 2 von den Dingern immer brauche für die nächsten Spiele erstmal auf jeden Fall. Okay, würde sagen, kommen wir zum Fazit. So, das war Heft 22 des Dornbirn Magazins. Wieder hier die Farben, die wir dazu bekommen haben. Beim nächsten Mal gibt es ein richtig schönes Modell eines Stormcast auf so einem Greifberitten. Das ist auch ein Heft, nicht in 2 Heften. Übernächstes Mal gibt es hier den ersten Goblin, ne? Warnboss, ich meine, das sind nicht irgendwie so Goblins. Da finde ich die sehr kitschig, also sehr heftig. Fantasy übertrieben, Disney-mäßig, sage ich immer schon, mit diesen Pilzen. Ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde sie optisch fragwürdig. Also nicht schlecht, nicht gelungen oder so, aber irgendwie nicht passend. Ich finde es irgendwie komisch, diesen übertriebenen Disney-Pilzen im Vergleich zu allem, was wir bisher sonst gesehen haben. Aber ja, das ist einfach jetzt meine Sichtweise dabei. Ich bin aber mal gespannt, wie die sich spielen. Bisher war ja immer alles nur auf Optik, was ich mir so gedacht habe. Ob das die Uruks erstmal so Optik gewählt, die Skaven ja auch aus optischen Gründen erstmal so gewählt. Aber ich habe ja das nicht die Möglichkeit gab, besser die zu spielen, aber vielleicht ergibt es sich ja sogar, dass die mir viel, viel mehr Spaß machen zu spielen, weil die irgendwelche Fraktionssachen, Geschichten haben oder die Helden Sachen haben, die mir einfach richtig Bock machen. Deswegen bin ich mal gespannt und finde auch cool, dass auch andere Einheiten dabei sind, dass man so ein bisschen mehr Einblicke darin bekommt. Deswegen finde ich auch das Konzept von dem nächsten Magazin mit den Kombi-Partout eigentlich sehr interessant, weil da wirklich sehr viele verschiedene Fraktionen dabei sind. Und deswegen bin ich gespannt. Vielleicht machen sie ja spielerisch richtig viel Sinn. Wir werden sie sehen, wir werden sie bauen, wir werden sie in den Streams bemalen und dann natürlich auch mit den Heften mindestens hier spielen. Dann vielleicht auch mal gegen andere Leute mit denen spielen. Aber vielleicht auch mit den Silvernes. So finde ich die optisch jetzt nicht so spannend, nicht so toll. Aber vielleicht finde ich sie spielerisch ganz cool. Die kriegen wir ja auch noch. Da bin ich mal gespannt drauf. Deswegen freue ich mich mal, dass wir da jetzt auch noch ein bisschen
Einblicke in andere Fraktionen so langsam kriegen. Ja, das ist aber dann erst mit Heft 24, denn der nächste ist Heft 23, liegt hier schon parat, will auch gemacht werden. Und so wie alles bei mir das zulässt, mache ich das natürlich schnellstmöglich weiter, weil ich ja sehr hinterherhänge hier mit allem. Aber hört, wie gesagt, ich gucke jetzt, dass ich das irgendwie so peu à peu nachgeholt kriege. Ja, das war's, wie gesagt, mit der Heft 23. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann würde ich mich darüber freuen, dass ihr den Kanal abonniert. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gedanken, Anregungen, alles immer schön in die Kommentare rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.